Früher Morgen und alle Lokomotiven schliefen noch. Außer Ben, denn er war auf dem Weg zum Rangierbahnhof. Heute kann ich endlich wieder mit Thomas zusammen Waggons rangieren. Ach, ich freue mich so drauf. Schnell zum Rangierbahnhof. Haha. Und er raste weiter. Beim Rangierbahnhof angekommen, stellte er fest, dass die ganzen Waggons ziemlich durcheinander auf den Abstellgleisen verteilt waren. Eigentlich sollte er sie ja rangieren, aber er wartete lieber auf Thomas, damit er und er sie gemeinsam rangieren konnten. Er wartete ziemlich lange, bis es heller wurde. Und irgendwann hörte er einen vertrauten Pfiff. Das ist Thomas' Pfeife, dachte er sich. Thomas wird jeden Moment hier sein. Oh, ich freue mich so drauf. Und dann kam Thomas tatsächlich. Hallo Ben, wie geht's dir? Mir geht's gut, Thomas. Können wir gleich rangieren? Zusammen? Endlich wieder? Lieben gerne, aber ich muss leider erstmal mit meinem Reisezugwagen auf meiner Nebenstrecke fahren. Und danach muss ich auch noch den Nahverkehrszug ziehen. Aber zwischendurch habe ich eine Pause und in der Zeit können wir es ja machen. Thomas fuhr erstmal seine Waggons heran. Wir sehen uns dann später, Ben. Ja, bis dann, Thomas, sagte Ben. Es half nichts, Ben musste erstmal alleine rangieren. Ich mach einfach nicht alles fertig. Weichen. Aber das ist auch irgendwie nicht das Gleiche. Weichen. Thomas würde es mehr Spaß machen. Weichen. Ja. Einfach schwerer arbeiten, vielleicht denke ich nicht mehr daran. Ja genau, das werde ich jetzt tun. Einfach hart arbeiten. Und innerhalb weniger Stunden war der Rangierbahnhof gut aufgeräumt. So, sieht doch ganz gut aus. Jetzt nur noch Spencers Waggon aufs Abstellgleis rangieren. Weichen. Doch dann gab es Schwierigkeiten. Und du kommst dahin. Hey, bleib da auf dem Abstellgleis, lieber Waggon. Das gibt's doch nicht. Ach, welcher Trottel hat das Gleis auch so konstruiert, dass das Abstellgleis in die Höhe geht. Da rollt der Waggon immer wieder runter. Oh, bleib oben, bitte. Oh. Na, das passt schon irgendwie. Später rangierte Ben weiter und dann hörte er Thomas wieder. Da kommt er, endlich. Doch dann gab es Ärger. Guten Tag, Ben. Oh, Thomas, es tut mir leid, ich habe den Waggon da so rangiert. Ich helfe dir da wieder raus. Ja, danke, Ben. Oh, das ging schnell. Okay, Thomas, ich werde dich jetzt nach vorne schieben. Da, langsam wird's. Heftig Anschwung. Einmal noch. Thomas, du bist frei. Ja, aber jetzt stehst du da fest. Warte, ich zieh dich da schon irgendwie raus. Gesagt, getan. Thomas zog Ben langsam und vorsichtig wieder auf die Schienen. So, gut festhalten. Oha, jetzt sind wir beide frei. Und wir sind unverletzt. Ja, das ist doch gut gelaufen, nicht wahr? Aber Thomas, du hast eine Delle in deinem neuen Trittbrett. Das tut mir leid. Keine Sorge, Ben. Ich denke, die werde ich behalten. Tut auch nicht weh, ist aber überhaupt nicht schlimm. Am Abend besuchte Thomas Ben im Depot. Hallo Thomas, wir sind ja heute doch nicht zu rangieren bekommen. Aber morgen? Ja, morgen. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ist Spencers Waggon irgendwie zu Schaden gekommen durch diesen Unfall? Ach was soll denn damit schon passiert sein? Was ist mit meinem Waggon passiert? Sagte Spencer. Was habt ihr kleinen Rangierlokomotiven damit angestellt? Vielleicht doch ein bisschen. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.